Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Die meisten unserer Segmente beziehen sich auf mehr oder minder aktuelle Nachrichten und können nach einer Weile getrost vergessen werden. Wir finden aber, dass einige Beiträge auch jenseits der Nachrichtenlage noch interessant sind. Darum haben wir beschlossen, solche Segmente nach Themen sortiert zu Überblicksfolgen neu zusammenzuschneiden. Als nicht-religiöser Mensch ist man in Deutschland Kummer gewohnt. Besonders ärgerlich ist aber der Komplex Sterbehilfe und selbstbestimmtes Sterben. Hier setzt die Kirche in inniger Umarmung mit christlichen Politikern beinharte Verbote durch, aus denen tägliches, tausendfaches und völlig unnötiges Leid erwächst. Von diesen unmenschlichen Regelungen ist jeder Einzelne von uns unmittelbar betroffen. Fragt man Politiker nach einer Begründung für ihre Grausamkeit, hört man zuerst Antworten auf dem Niveau von »Da könnte ja jeder kommen« und »Das haben wir schon immer so gemacht«. Bohrt man aber nur ein kleines bisschen weiter, kommen sie recht schnell mit einem gebrummelten »Die Kirche will das so« um die Ecke. Klar, Leiden und Schmerzen sind ja der Markenkern des Christentums. Von einer Organisation, die die Statue eines blutüberströmten Menschenopfers in jeden Kindergarten hängen möchte, kann man in dieser Sache vielleicht auch nichts anderes erwarten. Dazu kommt ja, dass die Kirche den Gesundheits- und Sozialsektor völlig beherrscht, also auch in finanzieller Hinsicht einiges zu verlieren hat, wenn sich todkranke Leute einfach so und ohne langes Leid aus den, natürlich kirchengeführten, Hospizen davon stehlen. Im Laufe der Jahre haben wir uns immer wieder mit selbstbestimmtem Sterben beschäftigt, mit Gesetzen, Statistiken und Hintergründen. Und mit dem Mauern und Ausbremsen von Politikerseite. Ich möchte nicht wissen, wie viele hunderttausend Menschen in dieser Zeit langsam und elend krepiert sind. Die Segmente stammen aus den Folgen 04 und 06 2017 und 03 und 04 2019. MGen Überblick 05. Selbstbestimmtes Sterben. Es geht darum zu schauen, wie ein Menschenleben zu Ende gehen kann, darf, wer dabei helfen kann und so weiter. Und es gibt da unterschiedliche Positionen. Also aufgehangen haben wir das Ganze nochmal auch an der rechtlichen Lage. Es ist ja ein Gesetz verabschiedet worden in Deutschland. Oliver, wann war es genau? 2015? Ich glaube, es war im Sommer 2015. 15, ne? Wo es darum ging, soll jetzt eine bestimmte Art von Sterbehilfe, da kommen wir gleich noch, in Deutschland durch Ärzte in Deutschland erlaubt sein oder nicht. Und es haben sich dann diejenigen durchgesetzt, die eben nicht dafür waren, dass man da eine eher liberale Haltung, wie sie zum Beispiel in Holland schon herrscht, einnimmt, sondern es war eher aus der Sicht derjenigen, die da eher einen liberalen Ansatz haben, ein Rückschritt. Also vielleicht erstmal, worum geht's hier? Um Sterbehilfe. Es gibt da unterschiedliche Positionen, um mal eine zu nennen von dem Herrndorf, ne, ein Schriftsteller, der sich ja selber erschossen hat. Der war der Meinung, dass es eigentlich in jeder Apotheke Gift geben sollte, mit dem sich ein erwachsener Mensch entsprechend töten können sollte. Ne? Also, dass das jedem zur Verfügung steht, weil wir eben Verantwortung für unser eigenes Leben haben und wir dafür, um da einen würdigen Tod eben entsprechend zu erlangen, da keinen Arzt für brauchen und auch sonst niemanden, ne? Sondern dass das absolut zugänglich sein sollte. Also hier absoluter Liberalismus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es Positionen wie die von Peter Hinze, der inzwischen verstorben ist, der CDU angehört, der damals dafür gekämpft hat, dass es, kommen wir später noch zu, dass die Sterbehilfe in einer gewissen Art eben erlaubt wird, der das aber unter sehr starken Einschränkungen wollte. Also, dass die Menschen, dass wirklich festgestellt wird durch unterschiedliche Ärzte, dass die Menschen sehr stark leiden, dass sie das natürlich selber wollen und so weiter. Also, es gibt da so eine gewisse Bandbreite. Ich habe jetzt mal hier das Buch von dem Uwe Christian Arnold. Uwe Christian Arnold ist ein Humanist und Sterbehelfer in Deutschland, so zugrunde gelegt. Er argumentiert da eben dafür, dass die Sterbehilfe in bestimmten Formen durchaus erlaubt sein soll und dass das eben den Betroffenen auch hilft, ne, und nicht denen irgendwie schadet, zugrunde gelegt. Den hat man auch schon in ganz vielen Talkshows gesehen. Die habe ich mir auch noch mal angeschaut, wo auch kontrovers diskutiert wird, ne, pro und contra. Also interessant ist, dass 70% der befragten Deutschen
auf ärztliche Sterbehilfe zurückgreifen würden. Das ist eine Forsa-Umfrage von 2015. Das heißt, ein Argument oder eine Kritik an diesem Beschluss der Regierung war halt auch, dass es überhaupt nicht dem Willen der Leute entspricht, die nämlich sehr wohl gerne möchten, dass ihnen geholfen wird, wenn sie irgendwann ernsthaft beschließen, an einem Punkt eben nicht mehr weiterleben zu wollen. Ja, das passt ganz gut ins Bild. Ich hatte eine Umfrage von 2014 gefunden, also ein Jahr davor. Mhm. Da war die Fragestellung etwas anders. Und da sagen 4/5 der Deutschen, dass sie Sterbehilfe gegenüber aufgeschlossen sind. Ja, also das scheint auch unter, ich habe ja jetzt keine Statistik zu, die gibt es aber, das ist auch unter durchaus unter Leuten, die in Kirchen, also die der Kirche angehören, durchaus auch verbreitet. Also da gibt es auch durchaus die Meinung, dass Sterbehilfe bitte zulässig sein soll. Also das ist ein streitbares Thema. Und es gibt auch viele Anhänger eben der Sterbehilfe. Also was gibt es da für unterschiedliche Arten der Sterbehilfe? Einmal gibt es die Sterbebegleitung. Das ist die Palliativmedizin. Das heißt, man gibt Medikamente, man stillt die Schmerzen und so weiter. Also man hilft den Leuten beim Sterben, beschleunigt das Ganze aber nicht unbedingt. Ne? Mhm. So, dann zweitens, Unterlassung oder Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Das heißt, Sauerstoffgerät abstellen, künstliche Ernährung entsprechend einstellen. Das ist so das Zweite, was es da gibt. Das Dritte ist die Beihilfe zum Suizid. Man stellt da einen Giftbecher hin und es gibt noch andere Maßnahmen, ne, nur mal zur Verdeutlichung. Und derjenige nimmt das dann ein und verstirbt dann. Und es gibt die Tötung auf Verlangen. Das heißt, der Arzt gibt demjenigen, der sterben möchte, eine Spritze und dann stirbt er. In Holland ist all das erlaubt. In Deutschland ist erlaubt natürlich die Sterbebegleitung, die Unterlassung oder der Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Die Tötung auf Verlangen auf keinen Fall. Und bei der Beihilfe zum Suizid gibt es eben, darauf bezieht sich dieses Gesetz. Und da gibt es eben bestimmte Einschränkungen, die das nicht mehr ermöglichen. So, eine Frage zur Diskussion ist diese Trennlinie, die es gibt, Beihilfe zum Suizid. Das heißt, hier muss derjenige ja noch selber tätig werden. Und bei der 4, Tötung auf Verlangen, hier muss der nicht mehr tätig werden, ne, sondern der Arzt wird aktiv. Wie seht ihr das? Ist das ein Unterschied? Sollte Tötung auf Verlangen auch möglich sein in Deutschland? Oder wie seht ihr das? Also rein, also oberflächlich betrachtet ist es natürlich ein Unterschied, ne, ob man selber tätig wird oder ob derjenige das selber macht. Aber die Frage ist ja, wenn jemand so krank ist, dass er diesen Wunsch hat, kann es ja durchaus sein, dass er gar nicht mehr sich bewegen kann zum Beispiel und sich gar nicht mehr selber das Leben nehmen kann. Und das heißt, dass die einzige Möglichkeit, Sterbehilfe zu leisten, wäre dann ja da eine Tötung auf Verlangen. Mhm. Und deswegen kann es ja viele Situationen geben, wo Nummer 3, also Beihilfe zum Suizid, gar nicht mehr in Frage kommt, sondern nur noch die Tötung auf Verlangen. Ne? Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil man muss ja halt auch noch eben diesen Willen äußern können, dass man das halt gerne möchte. Das kann aber auch vorher schriftlich erfolgen. Heutzutage ist es wohl technisch in fast allen Fällen möglich oder in sehr vielen Fällen möglich, wenn derjenige das noch willentlich eben beschließen kann, dass es auch Geräte gibt, die ihm das ermöglichen, das selber zu machen. Okay, verstehe. Mhm. Also ich finde ja bitte. Kriegen nach einer künstlichen Trennung. Also ich verstehe das, ich würde das auch keinem Arzt zumuten wollen, dass ich sage, du, ich will jetzt, mach das, bring mich jetzt mal um. Das möchte ich keinem Arzt zumuten, aber ich habe die Eindruck, das ist eine künstliche Trennung. Vor meinem inneren Auge bauen sich die merkwürdigsten Maschinen auf, die man bauen kann oder machen kann, technische Maßnahmen, um das halt von diesem einen Punkt in den anderen Punkt zu befördern. Ja, ich verstehe das, aber ich finde das auch vom Gefühl her, kann ich aber jetzt nur sagen, vom Gefühl her würde ich da auch so eine Trennlinie, also empfinde ich da ja, eine Trennlinie. Vom Gefühl würde ich die da auch machen. Aber unsere Gefühle in dieser Hinsicht oder unsere Emotionen sind ja nicht unvoreingenommen, sondern weil wir halt dieses Trommelfeuer hatten, wie unmoralisch schrecklich das alles ist. Kann man ja, also mir wird es halt bei so einer, ich bin da wahrscheinlich auch nicht auf dem liberalstmöglichen Standpunkt bei dieser Sache, aber es geht halt darum, finde ich wichtig, dass man eine rationale Diskussion in der Gesellschaft über sowas führt und nicht mit irgendeinem absurdes Gesetz beschließt mit Argumenten, die halt religiös vermatscht sind. Ja, das stimmt. Und was mein Bauchgefühl jetzt sagt, ist dann nebensächlich. Merkels Bauchgefühl ist nebensächlich. Also das geht halt nicht darum.
Ich kann, wenn ja, gut, jemand dann, ist in so einer jemand ist in so einer Situation, dass er ganz schrecklich leidet und ihm sind halt die Arme abgefallen als Teil seiner Krankheit oder was weiß ich für ein albernes Szenario, da kann ich dem nicht, und der bittet mich, oder der bittet mich als Staatsbürger, ihm zu ermöglichen, dass das ist, was weiß ich, dass das System ist, dass er sich das halt nicht weiterleiden muss, da kann ich denen doch nicht in die Augen gucken und sagen, ich habe aber ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Naja, also ich finde, man kann schon sagen, ich möchte zum Beispiel, dass ich für mich sage, ich will keinen Menschen töten. Und auch wenn mich jemand darum bittet, würde mir das extrem schwer fallen. Auch deswegen finde ich das mit dem Bauchgefühl jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen, weil... Nein, ich möchte, das meine ich auch, ich möchte weder dir das zumuten, noch einem Arzt das zumuten. Aber ich finde, das Bauchgefühl ist da nicht zuverlässig. Wir haben nun mal Angst vorm Tod. Das Bauchgefühl ist da nicht zuverlässig. Man muss da rational rangehen. Mit Empathie, aber rational. Man muss rational daran gehen, Gesetze dafür zu machen, aber... Ja, an die Diskussion, aber wir sind ja in der Diskussion gerade. Ja, richtig. Nee. Okay, also gut, dann nehmen wir das Bauchgefühl mal weg. Also dieser Uwe Christian Arnold, sehr erfahrener Sterbehelfer, sagt selber, diese Tötung auf Verlangen braucht man eigentlich nicht. Es gibt immer die Möglichkeit, heutzutage mit modernen Technologien, dass derjenige das den letzten Schritt selber macht. Und sei es mit Computersteuerung durch Augensteuerung. Okay. So, also damit kann man das eigentlich beenden. Ne? Ich finde es nur vom, eben klar, wenn man über Gefühle redet, das wird ja hier sehr emotional auch geführt, die Debatte, da wäre halt so, finde ich, auch irgendwie eine Grenze, wo man halt sagt, so nehmen wir das raus, dann müssen wir da noch nicht mehr, gar nicht mehr mit Gefühlen argumentieren. Mein Bauch sagt das auch, aber ich möchte nicht auf ihn hören. Nee, aber wenn man gar nicht mehr drüber sprechen muss und sagt, man kann das halt technisch, also kann man das schon mal fallen lassen, Tötung auf Verlangen, braucht man eigentlich nicht. Ne? Ja. Die Holländer haben das halt. Man braucht es nicht. Viele von denen, die sich nicht mehr äußern können, denen kann geholfen werden durch Unterlassung oder Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen, was absolut legal ist in Deutschland. Das ist nicht illegal. Du kannst denen die künstliche Ernährung, du kannst den Schlauch durchschneiden, ist nicht illegal in Deutschland. Und viele von denen, die sich da nicht mehr äußern können, fallen sowieso schon darunter. Ja. Das ist in Deutschland erlaubt. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier. War das schon immer außer so? Außer 4.3. So, das weiß ich nicht. Okay. Das war mit Sicherheit nicht schon immer so. Okay. Das war mit Sicherheit nicht schon immer so. Ich weiß aber nicht, wie lange das wirklich so völlig klar ist. Es gibt da, die wehren sich da teilweise gegen, Pflegeheime zum Beispiel. Ne? Auch Ärzte machen das nicht. Die sind nicht verpflichtet dazu, das zu machen. Die haben nämlich auch diese Gewissensentscheidung. Ja, das finde ich aber auch okay. Also, ne? Also manche wollen das halt, manche nicht. Aber ich glaube, dass vielen das auch gar nicht so klar ist, dass es dieses Recht gibt. Also was manchmal ein Problem ist, ist, dass ich genau festlegen muss, was ich nicht möchte. Und dass ich das aber manchmal medizinisch gar nicht so genau festlegen kann. Aha. Also, ne? Als Laie jetzt meinst du? Als Laie, genau. Ja. In einer Patientenverfügung kann ich dann dies und jenes reinschreiben. Dann passiert aber irgendwas anderes, steht da nicht drin. Und dann gibt es halt so eine Grauzone. Ja, okay. Mhm. Ne, zum Beispiel. Also 4.3, also oder das dritte, Beihilfe zum Suizid, ist bei uns, das ist genau dieser Paragraph, um den es da ging, oder das Gesetz, um das es ging. Und man darf diese Beihilfe zum Suizid nicht geschäftsmäßig durchführen. Das ist genau der Punkt. Soll ich das mal vorlesen? Das heißt, ja, du kannst es mal vorlesen. Das ist Paragraph 217 Strafgesetzbuch. Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Erster Absatz. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zweiter Absatz. Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des Genannten ist oder diesem nahesteht. So, das ist ein alter Straftatbestand, das ist ein neuer Straftatbestand seit 2015, wie Martina schon gesagt hat. Da haben sie einen alten Paragraphen recycelt, nämlich die Kindstötung, das war die alte Nummer 217, die haben sie dann irgendwann mal weggelassen. Und mein Eindruck ist, dieses geschäftsmäßig, das klingt nach so einer ganz furchtbaren Tötungsindustrie, die da so wie so eine Wolke über einem schwebt. Und ich schätze, das ist auch genauso gewollt, dass das so klingt. Aber ja, wenn ich das so verstehe, wenn ich das Juristensprech übersetze, dann sind das auch ganz normale Ärzte oder halt diese nicht gewinnorientierten Sterbehilfevereine.
Die sind also jetzt mit ihrem Angebot eindeutig illegal. Genau, so ist das. Also einzelne, im Einzelfall kann ein Arzt Sterbehilfe gewähren. Also der kann Beihilfe zum Suizid geben. Er kann sich aber nicht darauf spezialisieren, wie das der Uwe Christian Arnold zum Beispiel macht und sagen, ich bin ein Spezialist für Beihilfe zum Suizid. Und das ist halt so mein Praxisinhalt. Das darf er nicht. Angehörige dürfen das auch. Das steht nicht unter Strafe. Das also ich darf, scheint wenn ich, mir sehr, sehr merkwürdig. Ja, das ist aber so. Ja. Das wird auch von den Kritikern entsprechend so also bestätigt, dass das so ist. Aber die Ärzte haben natürlich Angst und keiner macht das. Und müssen die Ärzte, die das machen, dann diese 5 Minuten, die sie dafür gebraucht haben, von ihrer Stempelkarte vom Gehalt dann abziehen, weil das sonst ja bezahlt geworden wäre? Es gibt dafür keine Kassenleistung. Das ist was halt die, was die Ärztekammer ja immer sagt. Es kann keine Kassenleistung werden. Aber ich meine, es geht ja jetzt nicht darum, dass sie das nicht bezahlt bekommen, sondern es geht darum, dass sie mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren belastet werden. Aber nicht, wenn du das mal machst im Einzelfall, ist das nicht so, sondern das ist natürlich so eine Auslegungsfrage. Wenn alle 3 Wochen jemand zu dir kommt und sagt, so, ich will jetzt aber sterben, dann kommst du natürlich sehr schnell da entsprechend rein. Es gibt halt noch eine zweite Rahmenbedingung, nämlich die Ärztekammer verbietet das, die Beihilfe zum Suizid in ihren Statuten. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das heißt, man kann da die Approbation verlieren, wenn man das macht. Also da kommt das halt aus beiden Bereichen. Wenn man das absolut legitimiert hätte, das war ein Argument von dem Peter Hinze, wenn man das legitimiert hätte auf gesetzlicher Ebene, hätte die Ärztekammer das nicht so festlegen können. Dann wären die sozusagen geschützt, die Ärzte, weil das halt erlaubt ist. Also im Einzelfall darf man das. Es geht wirklich darum, wenn jemand das wiederholt macht. Also mir. Was aber natürlich dazu führt, dass keiner das macht, ne, weil sie Angst haben, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann ist es halt entsprechend schwierig. Dann kann ich schon da in diesen Tatbestand halt reinkommen. Und es geht auch nicht darum, dass man Geld dafür bekommt. Geschäftsmäßig heißt wiederholt. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich das unentgeltlich mache, aber geschäftsmäßig, dann werde ich auch straffällig. Ja, okay, genau. Dann kann ich auch verstehen, dass das kaum einer machen will, weil du dich halt dann mit einem halben Fuß schon im Gefängnis befindest. Ja, natürlich. Und das schafft halt eine, wie ich finde, wirklich perverse Situation. Wenn ich also Krebs im Endstadium habe und ich sage, gut, ich habe niemanden und ich habe also nur noch wochenlanges Schmerzen zu erleiden, dann kann ich also nicht zu meiner Ärztin gehen, die ich seit Jahren kenne oder seit Jahrzehnten dann vielleicht, und der ich sehr vertraue, und sagen, pass auf, du kennst mich, das ist die Situation. Was ist denn hier das, was du empfiehlst du denn? Was kann ich denn machen, damit ich mich umbringen kann? Gehe ich nach Hause, dann sagt die, trinke ich einen Whisky, höre ich meine Lieblingsmusik, schmeiße mir eine Pille rein, werde müde und schlafe ein. Und dadurch spare ich mir, sagen wir mal, wochenlange Schmerzen. So, das würde ich jederzeit machen wollen. Jetzt habe ich mir das Gesetz so angeguckt und das kann ich nicht machen. Weil dann muss ich sagen, das geht nicht. Es tut mir leid. Das kann sie nicht machen. Ich kann auch zu keinem Verein gehen, der sich darauf spezialisiert. Was ich aber machen kann, ist, ich kann zu euch beiden kommen oder ich kann zu meinem Partner gehen und sagen, bitte helft mir. So, ich komme zu euch beiden, weil wir befreundet sind und damit eine gesetzliche Ausnahme hier ist und sagt, besorgt ihr mir Tabletten? Dann sagt ihr, krass, Hilfe, was machen wir denn jetzt? Und vielleicht würdet ihr es machen, vielleicht würdet ihr es nicht machen, was weiß ich. Und dann müsst ihr mit eurem, sage ich mal, im besten Fall zusammengegoogelten Wissen irgendwas zusammenkratzen, was im Zweifelsfall massiv schiefgehen kann auch. Ja, natürlich, klar. So, das ist aber okay. Aber wenn ich zu einem Experten gehe, muss der sagen, ist das strafbar. Das ist strafbar. Ja, das ist also das ist eine perverse Situation, die da geschaffen wird. Ja, das stimmt, absolut. Das stimmt. Also es gibt da natürlich viele Gründe, die dagegen sprechen, dass man das so handhabt. Das ist eins, so viele selbst. Also Suizid ist ja nun mal erstmal nicht verboten, ne? Darf ich ja begehen. Die Frage ist nur, wie gut kann ich das machen? Also wie würdig ist das? Ne? Und wir haben die Situation, dass viele Leute, die springen irgendwo runter. Es gibt täglich Leute, die sich vor den Zug werfen, die dann damit noch Dritte traumatisieren. Ja, das ist ganz schlimm. Das klappt dann auch nicht und so weiter. Ne? Das ist wirklich schlimm. Und genau dem könnte dadurch halt Einhalt geboten werden. Genauso ist ein Effekt, den man auch, der erwiesenermaßen so ist. Es gibt ja auch
es gibt andere Länder, eben Holland zum Beispiel, aber auch, ich weiß jetzt nicht mehr, ein Staat in USA, Oregon oder so, die das entsprechend auch zulassen. Und man kann daran sehen, dass die Leute, die wissen, wenn meine Krankheit halt sehr schlimm wird, kann ich auf professionelle Hilfe zurückgreifen. Die leben oft viel länger, ne? Also weil man sonst sich ja dann schon mal vorsichtshalber umbringt, falls man sich nicht mehr bewegen kann. Ja, wirklich. Krass. Und die haben eine viel höhere Lebensqualität, weil sie sich eben da so entspannen können und so drauf verlassen können, dass sie halt nicht so ein qualvolles Ende vor Augen haben. Also das kann man wirklich sehen. Und der Herr Arnold hier in dem Buch, Dr. Arnold, der sagt halt auch, viele kommen zu ihm und die greifen dann im Endeffekt gar nicht darauf zurück, ja, auf dieses Angebot, sondern für die ist das nur wichtig, dass es da ist. Ne? Dass es da ist, dass es für die halt eine Versicherung, nicht in so einen schlimmen Zustand zu kommen. Ja. So, jetzt ist halt die Frage, warum, wenn wir sind uns da ja recht einig, ne? Macht ja total Sinn, irgendwie diese Unterstützung zu gewähren. Also warum gibt es das nicht? Jetzt gibt es halt diejenigen, die sagen, die Palliativmedizin reicht aus. Wir müssen die Leute nicht totspritzen, denen keinen Giftbecher geben, sondern wir können denen halt alle Schmerzen nehmen und die dann so in den Tod begleiten. So schlimm wird da schon keiner gequält. Das scheint aber nicht zu stimmen. Also es gibt Leute, auf die das nicht zutrifft. Und es gibt auch Gründe, die abseits von Schmerz sind. Also man möchte nicht unwürdig leben, man möchte, was weiß ich, sich nicht in die Hose machen. Man kann überhaupt nicht seinen Interessen mehr nachgehen und so. Oder die ganze Zeit unter Drogen stehen. Und also das ist ja ein Zustand, wo man verstehen kann, wenn man sagt, das will ich nicht. Ne? Ich will nicht 2 Wochen komplett unter Drogen hier liegen müssen. Ne? Also, ja, es gibt diverse Gründe, warum man sich dafür entscheidet, jetzt in diesen Zustand eben nicht zu kommen. Also kann das jetzt ja nicht unbedingt die Lösung sein. Die Merkel sagt zum Beispiel, man darf kein Geld mit dem Tod verdienen. Ne? Und dann wird dieses Argument... Ja, was für ein Schwachsinn ist das denn? Auf jeden Fall, deshalb müssen wir jetzt Totengräber verbieten. Ja? Und was für ein Schwachsinn. Das ist wieder Merkels Bauchgefühl. Ja? Ne? Also man darf kein Geld mit dem Tod verdienen. Dann wird oft verwiesen auf die Vergangenheit von Deutschland. Ne? Euthanasie im Dritten Reich und so weiter. Was auch immer, auch keinen Sinn. Aufpassen muss. Die Nazis haben behinderte Leute umgebracht. Oder das waren Morde. Das waren keine Sterbehilfe. Ja, das ist was anderes. Die Nazis haben übrigens auch Ehescheidungen herbeigezwungen, als Zwangsscheidungen. Weil zum Beispiel, wenn ein Ehepartner jüdisch oder undeutsch war, trotzdem kommt niemand auf die Idee, Scheidungen gesetzlich zu verbieten. Aber dieses Argument wird durchaus dann herangezogen, was aber wirklich ein Schwachsinnsargument ist, das kommt halt daher, dass, also in Holland heißt das Euthanasie, der Begriff ist da halt nicht so belastet und deswegen wird das alles jetzt da so vermischt, als sei das irgendwie auch Euthanasie. Dann sagt die Ärztekammer, das gehört irgendwie nicht zum Arztberuf, es darf keine normale Kassenleistung werden, wo dann im Katalog drin steht, Leute totspritzen, entsprechend auch polemisch hier an der Stelle. Die sagen, das widerspricht dem Beruf des Arztes, dem Hippokratischen Eid. Das wird sehr schön von dem Herrn Arnold widerlegt. Im Hippokratischen Eid steht alles Mögliche an Quatsch. Der ist ja uralt. Also das ist einfach überholt. Kein Arzt weiß genau, was er da sagt. Und das ist auch irgendwie Schnurz. Ne? Also es geht da irgendwie um andere Dinge. Es gibt sowieso so ein Problem mit dem Geld. Es wird nämlich viel Geld mit den Leuten verdient, die eben nicht so einfach aus dem Leben scheiden. Das heißt, da stehen schon so knallharte geschäftliche Interessen auch dahinter. Ja. Ne? Also Pflegeheime zum Beispiel. Es gibt Fälle, wo Pflegeheime das verhindern wollen. Einerseits aus christlichen Motiven, andererseits aber auch, weil sie viel Geld mit auch besonders hilflosen Personen verdienen, auf sehr angenehme Art und Weise. Wenn man das eben aufwiegt mit dem, dann mit der Beihilfe zum Suizid verdient man Geld. Ne? Muss man da eben auch schauen. Durch diese Leidensverlängerung wird entsprechend auch viel Geld verdient. Ja. Das ist auch wieder das Übliche, wenn man hier diese mahnenden Worte von christlich-katholischer oder einfach nur christlicher Seite hört, mit den Nazis und so weiter und so fort, die finden ja auch Leiden gut. Ne? Das ist ja Teil der christlichen Doktrin, dass Leiden was Gutes ist, weil man dann ist wie Jesus und dass das zu fördern ist, wenn die Leute leiden. Das heißt, dieses lange Leiden, was man stoisch erträgt, bevor man stirbt. Und ich halte das... Also so ist das ja motiviert und deshalb sind ja, da kommen ja auch die komischen Bauchgefühle her, aus dieser permanenten Bombardierung mit diesen absurden Ideen. Ja. Mich ärgert das Mutter Teresa auch, ne? Mutter Teresa wieder. Da habe ich mal mit meiner Mutter drüber gesprochen, über was ganz anderes. Die hat sich wahnsinnig, da wisst ihr noch, als die Glühbirne abgeschafft werden sollte vor ein paar Jahren.
Meine Mutter hat sich so geärgert. Der dicke Minister kommt und will mir die Glühbirne mitnehmen. Die hatte sie vor ihrem inneren Auge, kam der wirklich rein. Das war der Sigi Popp, war damals Minister, sagte, ich nehme das mit, ich nehme das mit, ich nehme das mit und sie kann nichts dagegen tun. Ja. Mein alter Herr hat gezittert vor Wut, als wirklich wahnsinnig sich aufgeregt, als am 2013 passend vor der Bundestagswahl die Grünen meinten, es wäre doch eine gute Idee, vielleicht mal einen Veggie Day in deutschen Behördenkantinen einzuführen. Da war ja die Wut sehr, sehr groß. Die Wut war so groß. Ja. Ich hatte da nur mit meinem Vater darüber gesprochen, der war schon seit 40 Jahren nicht mehr in der Behördenkantine. Zitternd vor Wut, dem deutschen Mann wird an die Wurst gegangen. Und boah, die Reaktion über das Sterbeverbot, was ich für einen echt massiven Eingriff in Grundrechte halte, null, nix. Darüber regt man sich nicht auf, man hat vielleicht ein Bauchgefühl. Ich verstehe das nicht. Das ist wirklich ein massiver Eingriff in Grundrechte, wie ich mein Lebensende gestalten will. Und es wird noch nicht mal darüber diskutiert, sondern es wird gesagt, nichts ist, gibt's nicht. Hatte ich letztens auch eine Diskussion auf Twitter mit einer Person, ja gut, es ist Twitter. Und ich versuchte dem zu vermitteln, dass ich ihm gar nicht vorschreiben möchte, wie er zu sterben hat, sondern ich möchte eigentlich nur, dass er sich das aussuchen kann. Und wenn er das nicht möchte, dann soll er das nicht möchten, dann soll er es halt nicht machen. Völlig Unverständnis. Das wäre ja alles Missbrauch, Nazis und so weiter und so fort. Tja. Man kann keine rationale Debatte darüber führen. Das ist so vergiftet. Und das haben die auch mit Absicht gemacht, die Christen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das geht wieder nur darum, einen Griff auf der Gesellschaft zu halten. Hat doch auch, welcher Bischof war es jetzt vor einer Weile gesagt, gebt uns die Leidenden, gebt uns die Kranken. Wir kümmern uns um die. Wisst ihr das noch? Das stand vor einer Weile in der Presse. Ich dachte, das ist eine Drohung. Ja, ja. Das ist also eine massive Drohung. Vor allem, wie gesagt, wenn man sich anguckt, wie tolle Christen das machen, wie Mutter Teresa das gemacht hat, wie die Leute verrecken hat lassen in Schmerzen und dann gesagt hat, ja, das ist, dann bist du näher zu Jesus. Also ja, die Kirchen wollen hier, ne, der Lehmann sagt ja auch, Anfang und Ende des Lebens sind der Verfügung des Menschen entzogen. Ja, die wollen halt, wie du schon gesagt hast, Oliver, ne, die Verfügungsgemacht über das Leben halt behalten, ne, und dass sich da einer so rausschleicht, ne, gegen den Willen Gottes, das ist halt nicht in deren Sinne. Ne? In dem Moment, wo der Mensch da jetzt auch mehr Eigenverantwortung übernimmt, ist ja wieder auch irgendwas weg für die. Ne? Ja, das ist krass. Und meiner Ansicht nach ist das deren eigentliches Argument. Das ist der eigentliche Grund, warum die so kämpfen dagegen und sich hier auch durchgesetzt haben. Und das andere, dass die wissen, weißt du, dass die Nazis oder da könnte ja jemand erpresst werden, dass er sich umbringen soll oder was auch immer, irgendwelche Absurdität, das holen die nur raus. Ja, ja, klar. In Holland gab es aber Missbrauch. Ja, da muss man das halt vernünftig regeln. Das sagt ja keiner, ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass man in Apotheken irgendwelche oder in der Drogerie irgendwelche Pillen verteilen sollte. Darum geht's überhaupt nicht. Darum geht's doch gar nicht. Genau, darum geht's doch überhaupt nicht. Wenn ich so argumentiere, kann ich alles kaputt drehen. Also alles. Ja, ja. Wobei ich das schon einen interessanten Punkt finde. Aber gut. Ja, dann lass uns darüber reden. Was ist denn der interessante Punkt? Also ich finde schon, warum sollte da jetzt noch ein Arzt drüber befinden, ob ich sterben darf oder nicht? Ich finde, mein Punkt wäre, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Leute immer permanent und zu aller Zeit zurechnungsfähig sind. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Leute, weil du den Leuten dann viele Leute leiden an Depressionen zum Beispiel, die man medikamentös einfach behandeln kann. Ja, aber das sind genauso Leute, die sich vor den Zug werfen, ne? Also. Ja, das ist interessant, weil man den Leuten ihre Eigenständigkeit und ihre Entscheidungsgewalt in dem Moment abspricht. Ne? Ja, aber irgendwo... Man sagt, ich weiß besser, was gut ist für dich. Ich sehe das auch so wie du. Wir haben auch Heroin verboten. Darüber kann man ja nun auch streiten. Ja, kann man, wenn man will. Aber ich halte das, ich bin da auch kein Experte für. Wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion und die sollte bitte rational sein. Dann muss man an dem Punkt aber auch genauso rational bleiben. Natürlich. Und es gibt zum Beispiel eine Unterscheidung in vielen Diskussionen, wo man sagt, okay, also körperliche Schmerzen, also wie definierst du das, wie der Arzt das halt entscheidet? Also wie groß ist da das Leid? Du kannst psychische Probleme haben, die so viele Schmerzen verursachen, dass es durchaus gerechtfertigt ist. Ne? Natürlich. Ich finde, der Arzt sollte gar nicht darüber entscheiden, über das Leben oder den Tod, sondern der Arzt sollte darüber entscheiden, ob der Patient, der den Wunsch äußert, zu sterben, ob der das wirklich
ich sage einfach mal ganz platt, ernst meint. Das sollte irgendjemand sein, der irgendwie gucken kann, okay, ist das jetzt nur eine Laune oder meint er das wirklich ernst und ist dabei Bewusstsein? Ja, irgendwie, irgendwo da, das klingt nach einer guten Idee. Irgendwo da wird es. Und wenn du einfach im DM-Drogeriemarkt so eine Pille kaufst, weil du gerade irgendwie Depressionen hast oder besoffen bist, das wäre total schade, wenn es dann so. Und das wäre dann ja Unfälle, wenn man sich aus Versehen umbringt, nur weil es möglich ist. Also da muss man die Leute dann vor schützen, ne? Wäre mein Bauchgefühl. Das ist aber ein Bauchgefühl. Man muss die Gesellschaft auch davor schützen. Wieso die Gesellschaft? Wovor schützt du denn die Gesellschaft? Es gibt eine Geschichte, da gab es so Selbstmordbütchen, so wie Telefonzellen. Ich weiß nicht, die habe ich mal gelesen, wo die Leute total die Telefon, wenn sie einen schlechten Tag haben, in die Telefonzelle gegangen, haben Geld eingeworfen und haben sich dann umgebracht. Und wurden dann auch gleich entfernt, runtergefallen und sowas. Wo gab es das? In der Geschichte. Ach, in der Geschichte. Ja, aber ich glaube, wir sind uns ja einig, dass wir sowas nicht wollen, oder? Ich bin mir da nicht, wieso sind wir uns da einig? Also ich fände es auf jeden Fall auch eine sehr merkwürdige Vorstellung. Ich tendiere eher dazu, dass ich das nicht will. Ja, also jetzt Selbstmordbütchen, das ist jetzt aber auch polemisch, ne? Ich finde das eigentlich lustig, aber okay. Ja, nein, das ist natürlich polemisch. Aber man kriegt sowas ja in den Griff, indem man die Extremfälle abklappert und guckt, wo die Grenzen sind, ne? Ja, aber die Grenzen werden diskutiert. Also ja, zum Beispiel in Holland wird durchaus über diesen Punkt diskutiert, an welcher Stelle. Also welcher Anspruch ist da berechtigt und welcher nicht? Und wenn man da über Gesetze spricht, muss man, oder die Verantwortung von Ärzten, muss man das natürlich auch berücksichtigen, ist nur der Punkt. Also größtmögliche Selbstverantwortung hast du natürlich dann, wenn man sagt, so ja, derjenige, der sich umbringen will, soll es halt auch tun können. Ich persönlich glaube nicht, dass sich sehr viele Personen einfach aus einer Laune heraus einfach so umbringen würden. Ich glaube, dass nicht, meint ihr, dass sie sich nicht umbringen, weil es zu schwierig ist? Es gibt schlimme Depressionen. Und die bringen sich nicht um, weil es zu kompliziert ist, von einem Dach zu springen? Also kann ich mir nicht vorstellen. Naja, nee, das stimmt. Aber das ist ja wieder ein Argument ist mit gesellschaftlicher Legitimation. Darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen, wenn die Krankenkassen Homöopathie finanzieren können, oder wie auch immer man das sagen möchte, bezahlen, dann ist das ein Adelsschlag für die Homöopathie. Weil die Leute denken, wenn die Krankenkassen das bezahlen, muss es ja legitim sein. Ne? Wisst ihr noch? Ja. Und genauso könnte man das ja so sagen. Ja, wenn die Krankenkassen oder wenn der Staat irgendwie legitimiert, dass ich mich umbringen kann, dann ist das ja legitim. Und dann kann ich das einfach so machen. Ja, aber du kannst dich doch, Suizid steht doch nicht unter Strafe. Du kannst dich doch umbringen. Du kriegst halt nur keine professionelle Hilfe dabei. Das ist legitim. Jeder darf sich umbringen. Das ist wieder ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Interessant in dem Zusammenhang finde ich auch, in der Nähe von Wuppertal gibt es eine Brücke, die über eine Autobahn führt. Und da war früher nur ein ganz kleines Geländer und da haben sich extrem viele Leute runtergestürzt. Und jetzt haben die da praktisch einen Käfig drumherum gemacht. Und jetzt stürzt sich das natürlich keiner mehr runter. Und die Frage ist natürlich interessant, warum? Was machen die jetzt? Ja, was machen die jetzt und warum macht der Staat Käfig um diese Brücke? Warum will der nicht, dass die Leute sich umbringen? Weil es so eine Sauerei ist da unten. Ja, das ist echt eine Sauerei. Ist jetzt ein bisschen platt. Oder wenn hier die Leute von der Golden Gate Bridge springen, das ist muss die Küstenwache los und nee, das finde ich auch doof. Leute, wenn ihr euch umbringen wollt, dann macht das zu Hause. Schreiten. Ja, aber es ist so schwierig. Legt den Brief in die Post an die Feuerwehr, sehr geehrte Damen und Herren, hier ist der Schlüssel, kommen Sie mal. Sie das sehen, bringen Sie einen Leichenwagen. Das ist okay. Aber von der Brücke schmeißen oder vor den Zug schmeißen? Aber das ist halt sicher, ne? Weiß ich nicht Aber wenn es nicht klappt, verbringst du den Rest deines Lebens das ist als klar. Tomate. Was ich daran interessant fand, war, dass offensichtlich die Öffentlichkeit so agiert, als ob es da ein Interesse gäbe, dass die Leute sich möglichst nicht umbringen sollen. Du machst halt einen Käfig um die Brücke, klar, damit du nicht die Sauerei wegmachen musst, aber irgendwie geht es ja auch darum, du willst nicht, dass die Leute sich umbringen. Suizid ist geächtet. Ja, genau. Ist aber auch gesellschaftlich geächtet. Ja, ja. Aber deswegen bin ich auch ein bisschen provokativ und ich finde das von dem Herrn Dorf echt eine gute Anregung. Auch wenn man in die Vergangenheit mal schaut, das war ja gar nicht immer so. Also Selbstmord war jetzt war auch mal was sehr Angesehenes, ne? Wenn man in eine bestimmte Situation kam, Harakiri, ne? So ehrenmäßig. Ja, ne? Also was Ehrenhaftes. Und also irgendwie ist unsere Ansicht schon auch geprägt von dieser Sicht. Weil im Grunde, wenn man das halt jedem ermöglichen würde, dass er das sauber machen kann, warum nicht? Also erstmal so das zu denken, das scheint uns jetzt ja auch schwer zu fallen. Ja, verrückt, ne? Ja, das stimmt auch nur begrenzt. Ne? Das stimmt schon, dass das unter Umständen, also ich fände Selbstmord unter Umständen zu ächten, nämlich wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, so viel Mist gebaut habe und euch gegenüber in Schulden geraten bin
und mich dann umbringe, anstatt den Konsequenzen meines Handels entgegenzusehen. So Feigheit, meinst du? Ja, man nennt es ruhig Feigheit, aber Feigheit ist wieder, hat wieder sowas von dem Ehren- und Glorienbegriff. Ja, ja, als genau. Gesagt, das meine ich gar nicht, sondern ich habe es halt verbockt. Und anstatt es jetzt zu reparieren, wähle ich den leichten Ausweg. Okay, du ziehst dich einfach aus der Verantwortung. Genau. Du wirst deine eigene Verantwortung Feigheit nicht gerecht. Feigheit würde ich das so nicht nennen. Das klingt so ein bisschen nach preußischem Militärdiktum. Ja, das stimmt. Sondern ich meine, und das finde ich doof. Das ist wie, ich zeige hier 28 Kinder und dann ziehe ich weg und ändere meinen Namen. Das ist ja. Ja, das ist auch. Und das ist jetzt relativ unwahrscheinlich, aber das ist halt auch, das ist halt doof. Das ist halt ein. Das sind doch jetzt so wieder so Sonderfälle. Also okay, aber das sind ja die wenigsten Selbstmorde, die aus solchen Gründen erfolgen. Ja, wenn man seine Schulden nicht bezahlen will, dann reden wir über die nicht. Okay, reden wir denn über die Selbstmorde, die Leute haben, die an Depressionen leiden und die meinen, das Leben sei ganz furchtbar, aber wenn man ihnen 3 Wochen lang eine Pille gibt, ist alles wieder gut? Über die reden wir doch auch nicht. Das sind doch wieder nur Sonderfälle. Das sind keine Sonderfälle. Du weißt überhaupt nicht, wie viele von diesen Personen sich umbringen. Ja, dann weißt du auch nicht, wie viele Leute sich umbringen, weil sie 23 Kinder haben. Nee, aber es ist für mich halt auch egal, weil ich nämlich finde, dass sich jeder ja umbringen sollen dürfte, wenn er das will. Egal, welchen Grund es hat. Dürfen sollte. Die meisten Depressiven können sich gar nicht umbringen, weil es ihnen viel zu schlecht geht. Also in der Regel sind die davon gar nicht so betroffen. Also mein Bauchgefühl sagt, es sollte auf jeden Fall erlaubt und möglich sein und jeder sollte Zugriff auf die Mittel haben, aber trotzdem sollte noch ein dritter oder eine zweite Person, eine außenstehende Person, kurz nochmal abchecken. Hat er nur einen schlechten Tag, gibt es eine Pille oder ist er betrunken oder so irgendwie. Aber wie gesagt, es ist nur ein Bauchgefühl, was ich jetzt irgendwie auch nicht weiter begründen kann. Ja, ich würde das noch schon nicht sagen. Ich finde es... Da muss es schon, wie soll man denn sagen, einen guten Grund geben. Und ich finde, das kann man, wenn der Staat oder die Gesellschaft soll dir helfen, Selbstmord zu begehen. Dafür muss man einen Rahmen abstecken, finde ich, wann die Gesellschaft das macht und wann nicht. Stimmt, Gesellschaft ist nicht Selbstmord ist nicht strafbar, das wäre ja auch merkwürdig. Aber ich finde, dafür muss es einen Rahmen geben. Und für mich wäre der Rahmen zwar schon enger. Mich würde sagen, es geht da irgendwie um das Erwarten, dass mir nur noch Leiden bevorsteht. Und das kann ich mir nur vorstellen im gesundheitlichen Kontext. Dann bist du da ganz auf der Linie von dem Peter Hinze. Das würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn das so wäre. Weil ich, wie gesagt, zum Beispiel finde, dass das durchaus also sowas angeboten sein sollte. Und ich möchte bitte nicht zu euch kommen müssen, wenn ich nicht mehr aus einen ausweise, sondern ich möchte zu jemandem gehen, den ich vertrauen kann und ich weiß, die geben mir nicht das falsche Zeug. Und ich möchte euch da auch nicht mit belasten, sondern zu einem Profi gehen. Und wenn der aber dann entscheidet, dir geht's gar nicht so schlecht, wahrscheinlich, also findet er jetzt nicht, dann gibt er dir das halt nicht. Ne? Ja, dann gibt er mir das halt nicht. Ich weiß das nicht. Ja. Ich bin da auch nicht letztendlich, ich bin nicht sicher und ich kenne mich da nicht aus und ich habe auch nicht innerhalb von 3 Minuten eine feststehende Meinung, basierend auf meinem Bauchgefühl, sondern ich würde mir wünschen, habe ich ja schon mal gesagt, dass wir eine rationale gesellschaftliche Debatte über sowas brauchen. Und die darf nicht bestimmt werden von Muttis Bauchgefühl oder von dem Zeigefinger schwingenden Bischof, der sagt, euer Tod und euer Lebensende gehört euch gar nicht. Das gehört uns. Wir alleine entscheiden darüber. So, das ist keine rationale Debatte. Das ist denkbar schlechteste Lösung. Dieses Gesetz... Ja, die Bibel zu schwingen hat selten zu guten Entscheidungen geführt. Dieses Gesetz ist meines Erachtens die denkbar schlechteste Lösung. Es ermöglicht Angehörigen, gutwilligen Angehörigen, sich zu verbasteln und nimmt die professionelle Hilfe raus und macht die unmöglich. Und das finde ich doof. Das ist, ist sensationell total absurd. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass sehr selbstsüchtig, dass sie sich das doch mal überlegen, bis ich so weit bin. Mhm. Also das ist doch so scheiße. Ich kann jetzt hier anfangen, in den nächsten 40 Jahren Schlaftabletten zu sammeln für den Fall eines Falles. Aber das kann es doch nicht sein. Das ist doch total schwachsinnig. Ja, das ist schwierig, auf jeden Fall. Also das ist ein so massiver Grundrechtseingriff, ohne öffentliche Debatte. Das wurde möglichst schnell eingetütet,
ohne dass es eine Debatte gibt, eine rationale Debatte. Und das ist doch das, was wir immer wollen. Ja, das Fehlen der Debatte ist allerdings spektakulär, das stimmt. Also dazu muss man sagen, von meinem Verständnis her, stehen Grundrechte oder Menschenrechte nicht zur Abstimmung. Wenn in einem Land Menschenrechte zur Abstimmung stehen, dann ist das ein Problem. Deshalb bin ich auch mit so Umfragen und sowas immer sehr skeptisch zum Thema. Können auch umschlagen, man weiß es nicht. Aber irgendwie geht es doch hier um Grund- und Menschenrechte. Das kann doch mir, niemand anders kann doch bestimmen, wie mein Lebensende abzulaufen hat. Ist das denn so naiv? Ja, also was die Kirche dazu sagt, das ist halt, also die haben ihre eigenen Interessen und das macht keinen Sinn. Ja, das ist ja klar. Also ich finde diesen Paragraphen da auch nicht gut. Also ich fände es auch besser, wenn man da entsprechende Hilfe bekommt. Also es wird jetzt nicht komplett verboten, wie man da, also es wird einem nicht vorherbestimmt, wie man da zu sterben hat an der Stelle. Es geht ja darum, dass eben Ärzte hier nicht regelmäßig Hilfe anbieten können, was totale Scheiße ist. Aber ich finde nicht, dass es jetzt hier so auf die Menschenwürde da geht, so direkt. Finde ich etwas übertrieben. Okay. Also ich bin auch dafür, das zu ändern, dass man da entsprechend die Hilfe bekommt, aber dass einem da vorbestimmt wird, wie man dann eben sein Leben zu beenden hat. Es wird einem halt erschwert. Aber wie ist das denn in der Praxis? Ne? Das ist jetzt, was im Gesetz steht. Ich kenne also Fälle, da muss man vorsichtig sein, aus dem persönlichen Umfeld, wo jemand wirklich mit Krebs im Krankenhaus lag und es ließ sich nichts mehr machen. Und so wie mir das im Nachhinein erzählt worden ist, haben die Schwestern sich halt irgendwann ein Herz gefasst und haben dafür gesorgt, dass die Dame dann halt so eine Kombination von Medikamenten bekommt, was einfach zu einem Atemstillstand kam. Die haben... Hatte sich die Patientin das so gewünscht? Also wollte ich bin die davon sterben, überzeugt, oder? Ja. Ich bin davon überzeugt. Und ich fand das, also das ist, würde ich sagen, also das ist auf jeden Fall Sterbehilfe. Und ich habe den Eindruck, dass es besser ist. Ich fand das auch richtig. Und ich fände es besser, wenn sowas mit einer gewissen Rechtssicherheit und offen passieren absolut. Kann. Ja, absolut. Als dass das dann irgendwie, ich bin überzeugt davon, was ich sagen will. Ich kenne noch andere Geschichten. Aber die Mehrzahl von Anekdoten ist ja nicht Daten. Aber ich bin überzeugt davon, dass es in Deutschlands Krankenhäusern regelmäßig zu solchen Fällen kommt. Einfach weil das keine Unmenschen sind. Lese ich in der Presse, dass irgendeine Krankenschwester verhaftet worden sei oder vor Gericht steht, weil sie so und so viele Menschen umgebracht hätte. Und dann weiß ich nicht, ist die dann durchgedreht und bringt halt Leute um aus Kichern, augenrollender Boshaftigkeit oder sind das vielleicht solche Fälle und irgendein trauernder Angehöriger, der nicht ein- und auswusste, hat dann halt geklagt. Wisst ihr, was ich meine? Aber wichtig ist ja, dass die Person das bitte möchte. Ne? Wichtig ist und aber nicht, auch dass jemand Drittes das entscheidet. Genau, aber wichtig ist ja, was der Olli, so verstehe ich dich jetzt, Oliver, dass dir wichtig wäre, dass die Leute, die in solchen Krankenhäusern arbeiten und sowas regelmäßig machen, weil sie halt keine Unmenschen sind, dass die eine Rechtssicherheit haben und nicht dann irgendwelchen Leuten ausgeliefert sind und hoffen müssen, hoffentlich geht diesmal keiner vor Gericht. Ja und auch umgekehrt. Ja, das ist ja denn als sterbenskranke Person kann, ich sag mal, jetzt ein Formular ausfüllen oder was auch immer es ist, und sage, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Oder was möchte ich denn? Und dass ich dann nicht auf die Augenzwinkerpost, die Informelle und sowas angewiesen sind, weil sie dürfen das nicht laut sagen, weil wir dürfen das eh nicht machen. Da hätte ich auch noch Angst, dass wenn ich das zum Beispiel überhaupt nicht wollte, sondern möchte halt unbefleckt vor Jesus stehen oder was auch immer, dann muss ich mir Sorgen machen, dass sie mich umbringen, weil niemand darüber sprechen kann, das ist doch auch scheiße. Ja, absolut. Das ist von allen Seiten scheiße, dass das so absurd, irrational und unterm Tisch diskutiert wird oder gemacht wird. Ja, ich möchte aber das bitte auseinanderhalten. Das eine ist eben, wie dir dabei geholfen wird. Ne? Also was jetzt Ärzte und Schwestern da machen dürfen. Und das andere ist ja eben darüber zu sprechen, was ist jetzt, also wer bestimmt denn da über das Ende? Also in dem Fall bestimmen die ja scheinbar auch über das Ende. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ne? Also das muss gesetzlich geregelt werden, wenn man selber das bestimmte Dinge nicht möchte. Das ist sowieso klar, wenn ich lebensverlängernde Maßnahmen nicht möchte, werden die auch nicht durchgeführt. Und wenn ich jetzt aber aktiv
dabei, wenn mir geholfen werden soll, halt zu sterben und ich das auch äußern kann, dass mir ein Arzt dabei hilft. Da sind wir ja auf jeden Fall einer Meinung. Ich möchte das bitte auch und diese Praxis da nicht mehr haben, ne, dass das alles so unter der Hand passiert oder man sich selber eben irgendwo runterstürzen muss. Ja. Trotzdem finde ich nicht, dass einem jetzt so, dass einem befohlen wird, wie man hier zu sterben hat. Es wird einem halt vorenthalten. Eine bestimmte Art zu sterben wird einem vorenthalten an der Stelle. Und das ist nicht richtig. Das finde ich auch nicht richtig. Wenn es nach der Kirche gehen würde, würde das ja nochmal ganz anders aussehen. Ne? Also die möchten sicher auch nicht, dass diese lebensverlängernden Maßnahmen da nicht angewandt werden. Ja, und die möchten auch keine Kondome. Die sagen ja, der Anfang und das Ende ja, des Lebens richtig. Ne, sind... Na, das ist ja nochmal eine ganz andere Argumentation ja. Da an der Stelle. Also da wird den Personen nicht geholfen an der Stelle. Ne? Und das ist nicht in Ordnung. Und das ist auch was eben, wenn man es dann erlauben würde, müsste man eben nochmal stärker definieren, an welcher Stelle man dann hilft und wie das Ganze auszusehen hat. Das müsste man dann aber diskutieren, wenn man das entsprechend zulässt. Genau. Ja? Aber was ist denn deine Richtung? Sag das doch nochmal vielleicht kurz. Was ist denn, also du hast jetzt ganz viele Meinungen anderer Leute zu vorgetragen. Meine Meinung ist, dass man da eine sehr starke Legalisierung natürlich herstellt. Und ich finde auch, also, dass man auch wirklich das selber entscheiden kann. Und du meinst, es sollte unabhängig... Ich würde so weit gehen, dass der Arzt da sehr wenig Beurteilungsmöglichkeiten nur bekommt. Wenn ich das für mich entscheide, sollte der vielleicht noch überprüfen, aber ich bin auch kein Arzt, ich bin auch kein Psychologe, sollte der vielleicht überprüfen, mir Angebote machen, hör mal, ich glaube, das geht in 2 Monaten wieder vorbei, aber wenn ich das für mich entscheide, ich möchte das jetzt wirklich haben, sollte der mir etwas aushändigen, womit ich das gut zu Ende bringen kann. Ob ich das dann nehme oder nicht, ist ja immer noch meine freie Entscheidung. Also ich bin da wirklich dafür, ich habe aber eine ähnliche Meinung auch zu Drogen. Ich glaube, vielleicht bringen sich mehr Leute um dann dadurch, aber einfach, weil es ihnen gelingt und es verstümmeln sich weniger. Also ich denke, es sollte wirklich nicht frei zugänglich sein, aber wenn ich das überzeugend darstellen kann, sollte der Arzt mir das entsprechend aushändigen, ohne dass er mich noch viel beurteilen kann. Okay, das cool. ist meine Meinung dazu. Und er sollte natürlich straffrei sein, natürlich. Also völlig klar. Okay, cool. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, das ist doch gut. Ja. Till? Ja, meine Meinung ist bis jetzt nur auf dem Bauchgefühl gegründet. Ich glaube, also ich finde auch, dass Selbstbestimmung wichtig ist und den Punkt, den die Martina angesprochen hat, dass der Arzt nochmal so ein paar Alternativen aufzeigen sollte, das finde ich wichtig. Und ich glaube, was ich ganz gut fände, ist, wenn ein Arzt überprüfen würde, ob man bei Sinnen ist, sozusagen. Also das bedeutet natürlich auch, dass man sich ein bisschen über den Menschen stellt und sagt, vielleicht kann es sein, dass ich besser weiß, was gut für dich ist, als du selber. Aber mein Bauchgefühl sagt, vielleicht ist es okay, wenn da einer steht, der feststellt, ob der Mensch, der diesen Wunsch zu sterben äußert, jetzt gerade wirklich mit meinem Bewusstsein ist. Aber ich kann es nicht begründen gerade. Muss ich nochmal genauer überlegen. Was mich total wundert, ist halt, dass irgendwie keine Diskussion da über dieses ganze Thema in den Medien geführt wird. Ich habe auch ja, die noch war keine schon, Talkshow es gab, zum gab Thema schon eine Diskussion, gesehen. Aber die war halt bei Weitem nicht so. Es gibt unwichtigere so Sachen, die wie mit dem krasser Veggie diskutiert Day, werden. Ne? Ja, genau, zum Beispiel. Ich habe Sorge, vielleicht, also ich finde auch, habe ich ja schon gesagt, die Regelung, wie sie jetzt ist, ist denkbar ungünstig, also auch denkbar, führt zu perversen Situationen, erreicht genau das Gegenteil. Stimmt. Ich finde auch, Leute sollten über ihr Ende entscheiden können, wie ich darüber entscheiden kann, ob ich eine neue Wohnung ziehe oder nicht. Warum ich vorsichtiger bin, ist ich, ein Beispiel hier ist es, in den USA, wenn man sich die Selbstmordraten unter LGBT-Teenagern anguckt, die unglaublich hoch. Und auch die Obdachlosigkeitsraten unter LGBT-Teenagern. Die Leute werden in der Schule gemobbt, die Leute werden von zu Hause rausgeworfen, die Leute werden kriegen in der Kirche ständig ins Übergebraten, hier haben wir ja von besprochen. Und den Leuten, ich möchte vermeiden, dass die Leute meinen, es gäbe keinen Ausweg, außer sich umzubringen. Und wenn die jetzt dann auch noch die eine Pille vor die Nase gehalten bekommen. Wie wenn diese unglaublich hohen Raten noch höher werden. Das ist nur eine Vermutung. Das ist nur eine Vermutung, aber es gibt de facto keinen rationalen Grund, warum die Leute nichts mehr von ihrem Leben erwarten können. Die Leute erwarten nichts mehr von ihrem Leben, weil sie systematisch verteufelt werden. Und das finde ich
sehr wichtig, dass man da aufpasst. Deshalb, ich weiß, es ist paternalistisch, ist das das richtige Wort, also gewisses Obrigkeitsstaatsdenken zu einer Liste zu machen und sagen, wir müssen die Punkte 1 bis 4 durchgehen und wenn du die erfüllst, dann helfen wir dir und sonst helfen wir dir nicht. Das ist auch im gewissen Grad unliberal. Aber wenn ich mir diese alarmierenden Zahlen angucke und der Hass, der unterwegs ist, dann wäre ich da sehr vorsichtig. Da bin ich sehr vorsichtig. Ja. Ich habe Sorge, dass das zwar gut klingt, aber dass das dazu führt, dass Leute im Zweifelsfall noch weiter in die Verzweiflung getrieben werden. Also es würde dazu führen, dass die zum Arzt gehen und mit dem mal sprechen würden, ne? Und sich nicht, ich weiß nicht, wie sie sich jetzt umbringen, aber sie schaffen es ja auch so scheinbar nicht umzubringen. Ja, das stimmt schon. Ja, na gut. Oliver hatte was gefunden, was ein bisschen damit anbändelt an unsere letzte Folge. Wir hatten ja über Sterbehilfe gesprochen. Erzähl mal. Ja, das Bundesverwaltungsgericht hatte ja im März entschieden, dass eine Behörde dazu verpflichtet sein kann, in Anführungsstrichen in extremen Notfällen Sterbewilligen den Erwerb todbringender Mittel zu erlauben. Was vorher nicht erlaubt war und das Verwaltungsgericht sagt, dazu muss ein unerträglicher Leidensdruck Voraussetzung sein, damit man also so eine Sterbepille bekommen kann oder kaufen darf. Und seitdem gibt es 26 Anträge von Sterbewilligen. Das ist ein sehr merkwürdiges Wort, aber das ist offenbar hier angemessen. Die sind beim Bonner Institut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingegangen. Seit März halt. Und die Behörde hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie den Anträgen zustimmen wird. Was in meinen Augen eine klare Verzögerungstaktik ist, denn die Leute, die sterbewillig sind, werden ja nicht unbedingt noch ein unglaublich langes Leben vor sich haben. Ich gehe deshalb davon aus, dass sie versuchen, das Problem auszusitzen. Was echt gemein ist, weil dadurch, dass sie es aufschieben... Das ist meine zynische... Das steht da nicht, das ist meine zynische Interpretation. Vielleicht haben die gerade noch ein langes Leben vor sich, ne? Aber jeder Tag ist natürlich eine große Qual. Ne? Also das muss man dann schon beachten, wenn die sich da so Zeit lassen. Genau, wenn das Gesetz selber von unerträglichem Leidensdruck spricht, ist es eigentlich haben die den auch. Unverantwortlich, die so lange warten zu lassen. Der Behördensprecher sagt, wir sind noch dabei, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auszuwerten. Das muss in aller Sorgfalt geschehen. Erst danach werden wir auf jeden Einzelnen der bisher 26 Antragsteller zugehen. Das ist echt unglaublich. Das ist zynisch. Das ist zynisch. Kirchen, Patientenschutzverbände und der Deutsche Ethikrat hatten das Urteil heftig kritisiert. So sieht der Ethikrat die Bemühungen des Gesetzgebers zur Eindämmung organisierter Sterbehilfe als konterkariert. Anderen Organisationen ist das Urteil zu unkonkret, schreibt die Tagesschau. Ja, dass die das nicht gut finden. Aber ich finde das gut, dass das Gericht sich dagegen, also oder da eine andere Meinung vertritt, unabhängig von dem, was als Gesetz da schon erlassen wurde. Ich habe übrigens nach unserer letzten Sendung über den Bereich Sterbehilfe nochmal nachgedacht und bin jetzt auch Martinas Meinung, es sollte einen Anspruch auf medizinische oder psychologische Beratung geben und danach müssen Sterbemittel oder Sterbehilfemittel zur Verfügung stehen. Also man sollte die nicht in der Drogerie kaufen oder was, aber das war ja auch nie unsere Idee. Aber wenn man möchte und man kann auch glaubhaft machen, dass man das wirklich möchte, sollte einem das nicht verwehrt werden. Aber das muss vor allem irgendwie kürzer gehen. Das war doch deine Meinung, Martina, oder? Meinung. Ist richtig. Ich war beim letzten Mal, hatte ich im Sinne über Sterbehilfe nur für schwerkranke Leute nachgedacht im Vorhinein, am Lebensende. Und hatte nicht darüber nachgedacht, dass das natürlich auch weitergehen kann. Also für Leute in anderen Situationen. Das wichtige Detail für mich, damit das funktioniert, wäre dann, dass halt diese Beratung oder dieses Verfahren bis eine Entscheidung kommt, nicht so ist, wie es jetzt hier gerade in der Tagesschau dargestellt wird, dass das dann irgendwie so lange rausgezögert wird. Sondern es muss irgendwie unbürokratisch und schnell funktionieren. Das ist klar. Ja. Also wenn du eine verpflichtende Beratung irgendwie einführst, dann muss das aber dann nach der Beratung ganz, ganz schnell gehen. Also ich kenne mich da jetzt nicht so mit aus, also aus persönlicher Erfahrung nicht, aber mein Eindruck ist, dass diese Beratung zum Beispiel bei einem Schwangerschaftsabbruch, dass die so ähnlich funktioniert. Da gibt es halt unterschiedliche Anbieter, also christliche und nicht christliche, die man dann aufsuchen kann und da gibt es dann auch so ein paar Regularien, aber das geht alles dann recht schnell.
Und da werden einem dann keine weiteren Steine in den Weg gelegt, außer es gibt jetzt eben solche Auswüchse, die hatten wir ja auch schon hier, dass Krankenhäuser sich dann weigern. Aber im Grunde gibt es da eine schnelle, unbürokratische Beratung und dann auch einen Vollzug des Abbruchs. Ne? Ja. Ja, so muss das dann auch sein. Das war ein Segment aus der Folge 06 2017. Ziemlich exakt 2 Jahre später, in der Folge 03 2019, hören wir Folgendes. Das Gesundheitsministerium sabotiert Sterbehilfe, Martina. Stimmt das? Habe ich das richtig gesagt? Ja, das hast du richtig gesagt, Till. Und zwar ist unser Saboteur der Jens Spahn von der CDU. Ah. Es gibt nämlich ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2017, das den Staat dazu verpflichtet, tödlich wirkende Medikamente an Schwerstkranke abzugeben, wenn vorher eine entsprechende Prüfung erfolgt ist, dass die denen wirklich zustehen. Also dass man, ich weiß jetzt nicht genau die Kriterien, aber dass man wahrscheinlich wirklich tödlich erkrankt ist, entsprechende Schmerzen hat und so weiter. Aber ein erster Schritt in die richtige Richtung. Genau, ein erster Schritt in die richtige Richtung, kommt aber eben aus Richtung der Gerichte. Es gab damals auch entsprechende Kritik. Also ist jetzt ja ziemlich genau 2 Jahre her. Am 2. März 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht das so entschieden. Und wer hat dann direkt danach gewarnt vor den Folgen? Der Ethikrat, die Bundesärztekammer und der damalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe eben auch, dass sie das eben nicht in Ordnung finden und der Staat sich somit schuldig daran macht, Leute umzubringen, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Also hier der Ethikrat sagt, dieses Gerichtsurteil zwinge das Bundesinstitut dazu, Suizidwünsche anhand bestimmter Kriterien zu überprüfen und gegebenenfalls sogar ihre Ausführung zu unterstützen. So, ja, genau. Genau das soll passieren. Das ist Sinn und Zweck dieser Sache, damit todkranke Menschen, die unter Schmerzen leiden oder Depressionen oder was auch immer, die unsäglich leiden, die Möglichkeit haben, selbstbestimmt in Würde zu sterben. Genau darum geht es hier und das wird entsprechend kritisiert. Also, man sieht... So, als müsste man nicht lange darüber nachdenken, dass das eine gute Idee ist. Ja, das ist halt die Frage, ne? Wie motiviert das hier ist. Und bei dem Jens Spahn, der da jetzt persönlich eingegriffen hat in der Umsetzung dieses Gerichtsurteils, liegt es nahe, dass da möglicherweise auch religiös motiviertes Gedankengut am Werk ist. Jedenfalls geht es jetzt um die Umsetzung dieses Gerichtsurteils. Es gibt entsprechende Anträge von Menschen, die bitte dieses Medikament haben möchten. Und bisher ist noch keinem einzigen dieser Anträge ein positiver Bescheid zugeteilt worden. Das heißt, bisher sind alle abgelehnt worden. Die Behörde teilte mit dem Tagesspiegel, hier in dem Fall, 93 von insgesamt 123 vorliegenden Anträgen sind abgelehnt worden. Das sind alle. So, nach Recherchen des Tagesspiegels geht das darauf zurück, dass der Jens Spahn höchstpersönlich eine Sperre hier verfügt hat. Kurioserweise über ein Post-it, das er in die Akten geklebt hat. Oh. Dass man hier auf keinen Fall entsprechend einen positiven Bescheid geben darf. Ja, weil es dann zu einem Präzedenzfall kommt. Ja, das heißt, wenn man einmal jetzt hier als Staat tätig wird, dann hat man den Präzedenzfall geschaffen und muss das entsprechend öfter machen. Das heißt, die Leute, die jetzt hier diese Anträge zum Teil oder diese Anträge gestellt haben, sind teilweise jetzt elendig schon gestorben in der Zwischenzeit, weil das Gesundheitsministerium mauert. Ja, aber das ist ja krass, der Jens Spahn, dem gefällt das persönlich nicht, dann greift er ein und macht sich damit selber zum Richter über Leben und Tod und nimmt den Leuten die gesetzlich garantierte Freiheit, selbst zu entscheiden, einfach ab. Ja. Weil er das besser weiß als... Und die gibt's ja nicht gesetzlich. Das ist ja eben so. Sondern das ist ja nur ein Urteil. Ja. Genau. Das wird jetzt versucht zu verzögern, wie es geht. Das ist ja Wahnsinn. Mhm, also die Politik... Das ist ja an Arroganz kaum noch zu überbieten und an Grausamkeit. Da steht ja auch, hier, du hast ja gerade gesagt, 93 von 123 sind schon abgelehnt, 30 sind dann offensichtlich noch in der Warteschleife und warten und warten und warten und warten und warten auf eine Entscheidung. Einen positiven Bescheid hat es in keinem einzigen Fall gegeben und 22 Antragsteller sind während der Wartezeit verstorben. Glück gehabt, liebe bereits verstorbene Antragsteller. Naja, aber das Leid, das dahin geführt hat, war wahrscheinlich ziemlich groß, ne? Ja, aber wir sind jetzt hier, also das ist jetzt nur auf der B-Note, aber wir sind jetzt hier in der ungewöhnlichen Situation, dass die Leute, die schon gestorben sind, eigentlich Glück gehabt haben. Ja, okay.
Sonst hätten sie noch länger gelitten, das stimmt. So, Jens Spahn, du Arsch. Ja, wirklich, wie bist du, dass du dich da über ein Gerichtsurteil hinwegsetzt und den Leuten so ein Leid antust? Und dich auch noch, wenn er jetzt mit seinem Glauben argumentiert, dann macht er sich doch selber schuldig, weil er ist doch jetzt, stellt er sich doch, dann ist er jetzt der Richter über Leben und Tod. Oder ja, das, so argumentiert er das natürlich nicht, ne? Aber das liegt schon nahe. Und hier, das, also es ist ja nicht nur er persönlich hat das jetzt halt diese Anweisung verantwortet, was ja schlimm genug ist. Aber es gibt halt zu diesem Gerichtsurteil gibt es auch noch ein Rechtsgutachten, dass jemand anderes hier, Udo Di Fabio, in Auftrag gegeben hat, bei dem schon klar war, was nachher dabei rauskommt. Also dass es halt natürlich sagen wird, dass das nicht haltbar ist. Also die arbeiten halt entsprechend dagegen, ne, mit allen Mitteln und haben dieses Gutachten dann auch an die Medien geschickt, die entsprechend, wo sie wissen, die auch kritisch dem Ganzen gegenüberstehen. Also das wird halt dagegen agitiert von politischer Seite aus. Unfassbar. Mm. Ja, ohne Not wird täglich tausendfach Leid erzeugt. Ne? Also das hier ist ja wieder nur die Spitze des Eisbergs, diese 123 Fälle. Klar, das ohne steht ja Not stellvertretend für tausendfach Leid erzeugt. Ein riesiges Problem. Ich muss sagen, ich habe ja auch Verständnis dafür, dass das alles schwierig ist. Aber indem man das so wegwischt und die Leute einfach alleine lässt, aus Gründen, die mir jetzt nicht nachvollziehbar sind, macht man es halt nicht besser. Ne? Man muss halt da mal diskutieren. Klar ist das schwierig. Ja. Alles, ne? Also es ist für die Ärzte schwierig. Dann wird ja hier auch immer direkt mit dem Schlimmsten argumentiert, ne? Dass dann alle möglichen Leute sich da irgendwas bestellen und umbringen oder die Ärzte dann aus irgendwelchen Gründen das ziemlich schnell verabreichen. Weil das ist ja nicht so. Nee, man muss halt darüber sprechen und das diskutieren und da eine Lösung finden. Und das sieht ja hier nach totalen Mauern, wegwischen darf nicht sein, aus. Vor allem sieht es so aus, als hätte man schon mal Leute damit beauftragt, sich damit zu beschäftigen und darüber zu reden. Und das Gericht hat ja auch ein Urteil gefällt. Das ist ja, so im Urteil geht ja so eine Phase voraus, wo die das alles evaluieren und sich darüber Gedanken machen. Das heißt, so ein Urteil zu ignorieren heißt, diesen Prozess auch zu ignorieren, der schon zu diesem Urteil geführt hat. Da waren ja intelligente Leute schon dran. Klar, also, aber ich finde das, also ich bin jetzt ja auch kein Jurist, auch kein Politiker, aber ich kann schon verstehen, dass da Interessen aufeinander prallen. Ne? Also das Gericht argumentiert hier, ich bin jetzt kein Jurist, ich sag nur, was hier in dem Artikel steht. Das Gericht sagt halt, es ist ein Persönlichkeitsrecht. So, ne? Also das kann ich total gut nachvollziehen, ne? Dass man halt selbstbestimmt da sich gerne Leid ersparen möchte oder selbstbestimmt sterben möchte in Würde und so weiter. Und dem stehen aber bestimmt andere, auch rechtliche Probleme entgegen oder auch ethische Probleme oder ja, ne? So, ja, da klar, muss man halt drüber sprechen. Das ist jetzt schon, weiß ich nicht, ob das jetzt so das, ob da die Diskussion schon zu Ende sein muss. Aber wenn man eben das so wegwischt oder boykottiert. So, ja, boykottiert, das ist ja schon so, das ist ja kein Diskurs. Sabotage. Vor allem Sabotage, ja. Der Titel des Segments war schon. Ja, ist absolut richtig. Vor allem ist der Jens Spahn offensichtlich weder ein Fachmann noch irgendwie demokratisch legitimiert. Also als Einzelperson da so ein Veto einzulegen. Genau. Das ist der Punkt. Das geht gar nicht. Das ist kein Entscheidungsprozess, der in der Demokratie ist. Genau. Und immer wieder zeigt sich, dass eine breite Mehrheit der Leute in Deutschland bei Umfragen und so weiter und so fort natürlich meint, dass ihr Leben ihnen selbst gehört und ihr. Klar. Auch ihr Tod und nicht irgendwelchen Pfaffen. Mhm. Deshalb versuchen sie das irgendwie unter den Tisch zu kehren und eben keine öffentliche Diskussion zu machen, weil sie wissen, hier, das sind ja alles katholische Politiker, ne? Und der Ethikrat ist ja auch kein Ethikrat. Also, wenn man sich die Zusammensetzung anguckt. Die wissen, dass sie die öffentliche Diskussion verlieren, deshalb anstatt die öffentliche Diskussion zu führen, schreiben sie lieber Post-its. Ja. Ja. Das ist so ähnlich wie Politik per Twitter, ne? Von unserem Donald. Das ist ja wirklich eins der Themen, wo das wirklich so stark auseinanderfällt, ne? Was die Bevölkerung denkt und was die Politik dazu denkt und auch dazu entscheidet, ne? Das ist ein großer Skandal, ne? Und auch jeden Tag zeigt sich das, wenn Leute sterben oder krank sind. Man steht davor und es ist so, eigentlich müsste jedem klar sein, was zu tun ist, aber die Diskussion schafft es nicht, da irgendwie einen Rahmen zu schaffen. Das kann doch nicht sein. Ich glaube das nicht, dass man das nicht schaffen kann. Nee, man kann das schaffen. Nur wenn das boykottiert wird. Klar, dann geht's nicht. Also, Herr Spahn. So geht's nicht, Herr Spahn. So geht's nicht. Das Thema Sterbehilfe hat uns mal wieder beschäftigt und die Martina hat was vorbereitet. Ja, wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter über die Sterbehilfe gesprochen, beziehungsweise wie die Gesetzeslage da so ist, wer
dafür ist, wer dagegen ist. Und es wurde ja schon öfter gesagt, dass ungefähr 80% der Bevölkerung dem positiv gegenübersteht in Deutschland. Also gerne. Du bist doch Teil 81%. Davon. 81%. Achso. Nein, aber sehr viele Leute, ich meine um die 80%. Es sehen mittlerweile fast alle ein, was da vernünftig ist. Ja. Außer ein paar religiöse, ja, sind es Hardliner, ich weiß es nicht, aber aus religiöser Sicht ist das scheinbar nicht erwünscht. Und aus politischer auch nicht. Ja, aus politischer, aber es sind hier nicht die religiösen Lobbyisten am Werke. Das ist zumindest zu vermuten. Ja, wollte ich auch mal sagen. Ja, politisch, also, ja. Ja, aber da natürlich kommt es von der Politik, die ja auch, ich weiß nicht genau, wann es war, war es im letzten Jahr? 2015, also doch schon etwas länger her, kam das Gesetz, dass geschäftsmäßige Sterbehilfe eben verboten sei. Geschäftsmäßig ist, haben wir schon drüber gesprochen, eben so ein, ist ein bisschen eine Auslegungssache, aber im Grunde ist es so, wenn man wiederholt Hilfe beim Suizid leistet, ist das schon geschäftsmäßig, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Also es ist sehr schnell geschäftsmäßig. Ja. Und es geht gar nicht darum, dass man sich dann davon eine goldene Badewanne kauft, von dem Geld, was man da verdient, ne? Sondern es geht tatsächlich darum, mache ich das wiederholt und mache ich das professionell. Also sobald ich es kann und vernünftig mache, genau. Ist es eigentlich verboten. Genau. Also je besser ich es kann, wenn ich mich darauf spezialisiere, egal ob ich Arzt bin oder ein Sterbehilfeverein, der entsprechende Dienstleistung, ja klar, das hört sich jetzt wieder nach Geschäft an, aber Hilfeleistungen, nennen wir es mal so, im Angebot hat, die machen sich natürlich da sofort strafbar und können also momentan, ohne sich eben in diesem strafbaren Bereich zu bewegen, Sterbewilligen keine Hilfe mehr leisten. Das heißt für die, um jetzt nochmal so zusammenzufassen, das bedeutet für diese Leute, entweder sie müssen leiden bis zum Letzten. Oder sich an Scharlatane wenden. Genau. Oder unter teils unwürdigen Bedingungen, unter Schmerzen weiterleben, obwohl das nicht ihrem freien Willen entspricht. Oder sie müssen sich irgendwie selber helfen, müssen Familienmitglieder fragen, die natürlich da auch sehr stark belastet sind und so weiter und so fort. Also es kommt ein großes Elend über die Personen. Deshalb haben unterschiedliche Anwälte, Ärzte und Sterbehilfeorganisationen vor dem Verfassungsgericht geklagt, oder sie haben geklagt, jetzt ist die Klage beim Verfassungsgericht. Und es sieht so aus, zumindest das, was jetzt so erfahrene Prozessbeobachter hier herauslesen. Ich weiß gar nicht, wann das Urteil verkündet wird. In Bälde aber? Na, es wird ein paar Monate dauern. Wird doch noch was dauern? Wenn es läuft wie immer, wird es ein paar Monate dauern. Es wird etwas dauern. Sagen wir mal 4 oder 5. Gut, also es wird noch dauern, aber die Prozessbeobachter sind sich recht sicher, dass die dieses Gesetz kippen werden, das Bundesverfassungsgericht. Das ist interessant. Ja. Da sind die sich also sicher. Das finde ich ja ganz gut. Ja, sie sehen da entsprechende Hinweise, die was mit dem Prozess an sich zu tun haben, aber auch mit dem, wie sich die Richter äußern. Eins fand ich ganz interessant, hat jetzt nur am Rande damit zu tun, was wir hier besprechen. Aber dass die ganz besonders viele Gegner sehr ausführlich zu Wort kommen lassen, scheint ein Indiz dafür zu sein, dass sie eigentlich dagegen sind. Gut, dass es Prozessbeobachter gibt, die diese Zeichen lesen können. Ne? Ich als Laie würde da vorstehen und das gar nicht sehen, aber das ist interessant. Ja, fand ich auch interessant. Hier steht halt, man will sich nachher nicht vorwerfen lassen, dass man die nicht gehört hätte. Aber das nur am Rande. Ja. Fand ich interessant, wie da so taktiert wird. Bin ja jetzt auch kein Anwalt. So, aber welche Argumente gibt es hier, die genannt wurden in dem Prozess? Also der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Voskuhle, sagt zum Beispiel, dass der Gesetzgeber eine gesellschaftliche Normalisierung des Suizids verhindern wolle, leuchte ja vom moralischen Standpunkt ein. Doch verfassungsrechtlich sei gerade auch der Suizid grundrechtlich geschütztes Verhalten. Und damit sei es eigentlich Aufgabe des Gesetzgebers, einen Rahmen zu schaffen, in dem das möglich ist. Also die argumentieren hier viel stärker aus Sicht des Individuums, also des Bürgers, des Menschen, der eben seine Rechte hat und nicht dieses ganze Geschwurbel drumherum. Dann macht sich aber was macht dann der Arzt? Wie soll er das mit seinem Gewissen vereinbaren? Was ist da geschäftsmäßig? Leute machen da ein Geschäft raus. Mhm. Ja, stimmt alles. Okay, muss man drüber reden. Aber erstmal. Ja, aber ein Geschäft draus machen, das hört sich so an.
als ob das was ganz Schlimmes wäre, aber ich mache ja auch ein Geschäft daraus, wenn ich einfach ganz normaler Arzt bin, der Keuchhusten behandelt. Klar, ja, mache ich da ein Geschäft draus. Das sind Strohmann-Argumente, das wissen die auch. Ja, weil jeder, der... Die bauen Strohmann auf und hauen dann darauf ein. Die Leute haben halt Berufe und wollen damit Geld verdienen, ist auch ganz klar. Ja, der so ein Verein verdient ja auch kein Geld damit. Also das ist... Ja, also das sind Schutzargumente. Es wird halt das schwärzeste Bild gezeigt. Genau. Ja, aber ich finde, Geschäftsmäßigkeit hört sich an, als ob das was moralisch Verwerfliches wäre. Dabei ist jeder, der mit dem Beruf nachgeht und damit Geld verdient, ist ja geschäftsmäßig. Das ist doch nichts unmoralisch. Das macht doch jeder. Ja, klar. Ja, wir sehen das so, aber die halt nicht. Ja. Okay. Aber klar, wenn man das jetzt ganz ins Negative verkehren möchte. Es gibt ja auch gute Argumente, warum, was ich ja schon mal hier propagiert habe, warum man nicht einfach so rezeptfrei in die Apotheke gehen kann und sich dort eine Todespille kaufen kann. Zum Beispiel gibt es eine Statistik, dass, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ich glaube 90% der Leute, die mal einen Suizidwunsch äußern, den dann gar nicht durchziehen wollen, sondern irgendwie andere Hilfe auch bekommen wollen. Mhm. Ne? So, die machen das aber mal. Das ist vielleicht in dem Moment auch eine Affektgeschichte. So, viele leiden auch unter irgendwelchen psychischen Problemen, haben Depressionen, die eigentlich behandelbar sind und so weiter. Das heißt, ich kann das auch nachvollziehen und diese Richter hier auch, dass man das jetzt nicht einfach irgendwie der Marktwirtschaft überlassen kann. So, und dann machen die da Marketing und Werbung und so weiter, aber das sollte ja eigentlich klar sein. Ja, denke ich auch. Klar, dass man das nicht wie Kaugummis verkauft irgendwie. Genau, und auch nicht bewerben sollte und so weiter, aber das ist ja alles möglich zu besprechen. Es geht ja um dieses viel zu eng gefasste Verbot. Also ein Befürworter des bestehenden Gesetzes, der CDU-Abgeordnete Brandt, hat dann darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten es im Moment schon gibt mit dieser Gesetzgebung, welche Freiräume trotz des Verbotes, dass zum Beispiel ein Arzt im Einzelfall doch helfen könne, aber sich eben nicht generell dazu bereit erklären kann. Ne? Das würde ein normaler Arzt nicht tun, sagt dann der Richter, ja eben. Ne? Also, das ist ja genau das Problem. Ne? Es gibt diese Möglichkeiten, aber eben nicht geregelt. Ne? Ich mache den Eingriff schwer, so Voskuhle, dafür müsse es gute Gründe geben. Ich mache den Eingriff schwer für denjenigen Bürger, der ein Recht darauf hat, in Würde einen Suizid zu begehen. So, und wenn man sich diese Äußerung anguckt, also im Grunde merkt man jetzt ja schon, ne, wie der Wind weht. Mhm. Also die scheinen ganz klar auf der Seite eben der Bürger zu sein. Es wurde auch gut gefeiert. Also von den Leuten, die dort waren. Der Spezialhormon hat da seine Expertenmeinungen zugetan und kam nachher raus und dann gab es also viele Bilder von den Leuten, die das gefeiert haben. Es wird also allgemein angenommen, dass es gut ausgeht. Das wäre ja sehr erfreulich. Ja, das ist wunderbar. Ja. Also was jetzt hier als wahrscheinliche Lösung gehandelt wird in den Medien, ist, dass das Gesetz gekippt wird, das bestehende Gesetz, und dass es wahrscheinlich eine ähnliche Regelung geben wird wie beim Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, man hat hier ausführliche Beratungspflichten. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also man muss Beratung in Anspruch nehmen. Ja, damit kann man leben. damit kann man, muss man vielleicht weiterleben, vielleicht aber auch nicht. Ja, das ist jedenfalls eine sehr positive Entwicklung. Finde ich auch. Ne? Und wir schauen mal, was dann nachher dabei rauskommt. Aber die Äußerungen waren ja schon recht deutlich, die das Gericht hier getan hat. Ist ja toll, dass da nochmal Bewegung reingekommen ist, seitdem wir das letzte Mal darüber berichtet hatten und uns alle wirklich einig waren, dass das totaler Mist ist, dieses Gesetz, wie es jetzt ist. Und dass die Leute da wirklich keine Chance haben, irgendwie was richtig zu machen, im Grunde genommen. Ne? Aber wie schön dieses Argument ist, ne? Wie schön er argumentiert mit diesem Grundrecht, auch auf Suizid, und wie kleinkariert dieses geschäftsmäßig, und dann macht der Arzt das aber für Geld, und wie kleinkariert das dagegen wirkt, finde ich. Das passiert halt, wenn man Sachen nicht rational anguckt, sondern irgendwie durch so ein veraltetes Moralkonstrukt Fenster oder Filter nur sieht, ne? Und dann kommen da Regelungen raus. Was da wahrscheinlich auch noch dazu kommt, ist, dass ja enorm viel Geld mit Sterbenden gemacht wird, ne? Mit Betreuung von Sterbenden. Wenn die sich jetzt alle in Anführungsstrichen rausmogeln, bricht da ja ein ganzer Ast der Gesundheitsversorgung weg oder Krankenversorgung weg, für den die Kirche sich jetzt echt gut bezahlen lässt.
Aber meinst du, dass es solche Mengen von Leuten, die dann auf einmal Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden, dass da eine finanzielle Lücke klafft? Ich schätze, das wird also das wird keine gigantische Lücke sein. Aber wir sind uns ja eigentlich einig, dass das Gesetz, so wie es ist, jeden Tag tausendfaches Leid verursacht, das völlig unnötig ist. So, und während der Zeit müssen die Leute irgendwie gepflegt werden. Und das ist halt sehr teuer. Das lassen sie sich ja gut bezahlen. Also das wird bestimmt... Auch viele Unternehmen. Ja, auch viele Unternehmen. Also da die werden ja nicht nur von ihrem Götter geschickt werden, sondern das ist in der Gesundheitsbranche ja eine wichtige Einnahmequelle. Also wenn Frau Merkel sich da hinstellt, das hat sie ja vor einer Weile gemacht und sagt, sie möchte nicht, dass mit dem Tod Geld verdient wird, dann ist das... Also so naiv ist sie nicht. Ja, das war Quatsch. So naiv nicht. Also hier in dem Artikel steht jetzt schon drin, auch ein Argument der Befürworter des aktuellen Gesetzes, dass in den Ländern, in denen der assistierte Suizid freigegeben wurde, dass da die allgemeine Suizidrate angestiegen ist. Ach. Ist ja klar, ne? Die Richter, so der Artikel, zeigen sich wenig beeindruckt. Das sei, so Voskuhle, eben ein Zeichen, dass mehr Menschen von ihrem Grundrecht Gebrauch machen. Ja, natürlich, klar. Also, klingt ganz gut, ne? Ja, finde ich auch. Working at my desk, computers on, email pumping up, mother to son, holy see in flames, clergy's lost their head, bishops on the run, the Pope is dead, the Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire, everyone's in trouble now, everyone's in trouble now, fire, 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 everyone's in trouble now, everyone's in trouble now, fire, 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 the Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire.